Verbündete sichtbar? Ja, Verbündete sind mit weißen Rauten markiert. Der ist erledigt. Nur zur Bestätigung. Wir dürfen die Gebäude nicht beschießen. Okay. Wir vermuten, dass sich dort immer noch Zivilisten haben. Nicht die Gebäude angreifen. Battle Royale steht im Orbit über Zone Hammer. Vordere Ziel an. Okay. Das läuft doch schon mal gar nicht so schlecht. Ich sollte. So, ich glaube, ich muss die Helis mal runterkriegen, definitiv. Und die ganzen Panzer. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Oh, toll. Hoffnung haben wir es eigentlich geschafft. So, das läuft auf. Freigabe zum Angriff aller Feinde. Sauber. Okay, sie ziehen sich zurück. Klingt doch gut soweit. Und los geht's. Neutralisieren Sie. Haben wir hier noch ein paar? Das läuft auf. Wiederhole, Verbündete. Nebel. Nebel. Crew, wir haben keine Erlaubnis, auf die Gebäude zu feuern. Ups, Entschuldigung. Gut gemacht, Warhammer! Wir sind unterwegs! Vorsicht, wir dürfen nicht auf Gebäude schießen! Ja. Wir greifen Ziele in der Nähe an. Position halten. Zwei feindliche Vögel, mittig über der Gabelung da drüben. Fahrzeuge neutralisiert. Läuft doch. Klar, die werfen hier Bomben ab, ne? Aber ich darf hier nicht mal so eben billig in der Gegend rumfeuern. Welches Gebäude? Danke für die Hilfe. Wir rücken jetzt zum Hotel auf der anderen Straßenseite vor. Ah, Mann, ich will das weitermachen. Das macht Spaß. Boom. Das war irgendwie cool. So. So, ja, und dann taucht wieder einer von mir auf, ist ja klar. Lalalalalala. Hey, ein Nahschätzlein? Das LG ausschalten, damit wir weiter können! Hilfe erledigt, geh dir! Gehen wir, gehen wir! Ich glaube, kein Sturzschaden, ist ja klar. Da wird dann anvisiert, gestriffen und klack nochmal ordentlich einen draufgekriegt. Bin am überlegen, soll ich ein bisschen runtersnipern? Das macht, glaube ich, auch ganz viel Spaß. Oh, Leute. Ey, ganz ehrlich, der verzieht keinen Millimeter, ne? Also der schießt exakt dahin, wo er drauf steht, ne?
Er hat keinen Sturz oder sowas. Kein Millimeter. Kann nicht durch Wände durchschießen. Ist ja klar. Das ist so die Anti-Sniper der Zukunft. Ja, ich weiß, Sniper ist wie ein Halbgott. Braucht er mir jetzt nicht unbedingt zu sagen, das weiß ich. Okay. Warum da halt auch noch einer drin stand? Ich krieg hier noch eine mittlere Krise. Ich hätte nicht euch fragen sollen, ob ich das auf Veteran spielen soll, sondern mich fragen sollen, ganz ehrlich. Ich bin direkt hinter dir. Bin irgendwie plötzlich der Meinung, dass das nicht mehr so eine coolste Idee war. Sterbt! Allesamt sterbt! Ja, jetzt ist das Ding natürlich in die Luft geflogen, genau. Hey, darf ich jetzt wieder? Darf ich jetzt wieder? Cool. Mit oben und unten? Womit jetzt? Viele Feinde nähern sich, hier muss irgendwo ein Nest sein. So, ich habe hier wieder ein Aim, dafür könnte ich mal wieder schießen gehen. Nach links! Sie sind los, dann! Los! Ausschalten! Nach links! Na komm, lad nach! Nach rechts, nach rechts! Jetzt ist der Ziel natürlich ziemlich episch gewesen, also näher dran gehen. Was? Natürlich habe ich die unterstützt. Was soll ich denn machen? Moment mal gerade. Option, Steuerung. Komm, ihr seid jetzt mal live mit dabei. Aktionen? Zielvorrichtung? Ist das vielleicht Sicht? Nach oben sehen, nach unten sehen? Freier Blick, ja. Das ist doof. Was nehme ich denn da einfach mal? Gott! Mal was so Kreatives wie... M. Nur M, bitte. Oder ist das hier...
Sicht halten, hinlegen, ducken, bla. Jetzt muss ich das natürlich jetzt hier noch bei dem unterwegs zu stellen. Nein, das bringt ja mal gar nichts. Ist ja mal cool. Los, schaltet sie aus, bevor Delta hier ankommt. Sicht auf die Hammerfeuer, das sind unsere Jungs. Crew, verbündete Fahrzeuge am Boden. Westlich des Boards, wiederhole. Westlich des Boards. Viele Feinde nähern sich, hier muss irgendwo ein Nest sein. Ich glaube, es haben wir Aufmerksamkeit. Die Landezone ist 2 Kilometer nördlich von hier. Bewegung! So, das kriegen wir doch langsam mal hin. Wir machen so schnell wir können, Leute. So, wo kam jetzt den nächsten her? Oh, ja, ich kann die Maus leider nicht dahin bewegen, wo ich gerne hätte. Das nervt mich gerade so ein bisschen. So. Läuft doch, läuft. Boom! Oh, und gar keinen getroffen, ey. Das kann einen vielleicht ankreuzen. Was? Corner? Cool. Oh, ich hab einfach mal einen Buch versenkt. Geht der doch mit anderen? Oh, schaff, schaff, schaff! Eines unserer Fahrzeuge wurde getroffen. Schießt doch gar nicht. Einer der Hammer wurde getroffen. Ja, geil. Javelin! Nummer 1. Miau, rum. Und Nummer 2. Leck mich, ganz ehrlich, leck mich. Ziel erfüllt. Toll, in dem Moment habe ich Ziel erfüllt. Könntet ihr mir ja dann zumindest mal die Arschkrampen davon heilzeiten? Ja, kommt doch gleich runter. Hab dich jetzt mal. Oh, ich möchte meine Pistole wieder haben. Danke. Läuft doch. Ich fände es schön, wenn er einfach mal so eine Strecke ziehen würde oder so. Aber so ist auch immer so. Steht da gar keiner? Warum mache ich das gerade? Oh, what the fuck? Moment. Ich hoffe, das hat einigermaßen in die Richtung gepasst. Hallo, ganz ehrlich, das geht so gar nicht. Meine Fresse. Das läuft.
Okay. Haben wir ein paar erwischt. Okay, da hinten stehen noch ein paar. Wer schießt jetzt noch auf mich? Mal drauf da. Oh, der hängt da doch, als wenn er voll am Chillen ist. Party hart und so. Ich finde das so fantastisch, wie die überhaupt nichts treffen, ne? Das geht mir echt auf die Eier, ey. Ganz ehrlich. Was ist das? Wer schiebt mich denn jetzt mal bitte zur Seite hier? Welches der vielen denn? Vor allem, die schießen da überall mit ihren scheiß Javelins nach oben, ne? Da treffen keinen Millimeter. Okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. 30 Sekunden ist nicht so das Problem. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh. Was? Oh, in dem Augenblick, ne? Weißt du, in dem Augenblick, das... Jetzt darf ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Hallo, warum slide ich denn hier immer so ein bisschen? Ey, ganz ehrlich. Nervt ihr schon so ein bisschen, ne? Ich dachte, der hätte jetzt auf Wunderart Dame weiter. Na los, jetzt kommt! Jetzt will ich schon wieder sterben, bloß nicht schon wieder sterben. Komm schon. Oh! Ich
glaube, das war der Eiffelturm. Jo, läuft doch. Endlich. Tja, schade. Da stand mein Eiffelturm. Super. Hätten wir das jetzt auch geschafft? Ich halt wieder den Mund. Hat uns ein Mann geredet? Sie reden immer. Wir haben Namen, Daten, Orte. Volk hat alles ausgepackt, sogar Free Gator. Der Verdacht hat sich wohl bestätigt, Captain. Makarov macht sich schon neue Freunde. In 6 Stunden trifft er sich mit seinen Beratern. Das Treffen findet im Hotel Lustig mitten im Zentrum statt. Ich habe bereits ein Team für diese Operation, doch ich bezweifle, dass sie rechtzeitig dort sind. Aber ihr seid nah. Sehr. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Makarovs Versammlung mitten in einem Kriegsgebiet? Klingt ja toll. Zu viel Selbstvertrauen macht sorglos. Wir infiltrieren über 2 getrennte Routen. Soap, du und Yuri geht zur Kirche und übernehmt die Überwachung. Die Stadt ist abgeriegelt. Wir brauchen eine Hintertür. Überlass das mir. Willkommen in Prag. Okay, ich werde mal sagen, diese tolle Mission sehen wir das nächste Mal, während er hier weiter seine Zigarette zieht. Zigarre, Entschuldigung. Und ich werde mal sagen, Spiel ist gespeichert. Wir hauen das nächste Mal raus. Bis dahin, euer Jim Knox, haut rein. Blablabla. Bla, bla.